So. Da wären wir also. Sergeant Kramer. Kramer oder wie auch immer der sich nennt. Im Englischen reden wir mal mit dem Lieben. Es bleibt eh nichts anderes übrig. Also, hat der Brief dir weitergeholfen? Könnte es noch deutlicher sein, weniger, dass sein Tod deine Schuld war? Sergeant Kramer, ich bin gerade ziemlich am Ende. Wo war ich, als Matt die brennenden Schiffe von Orions Schulter aus gesehen hat? Wir haben doch immer alles zusammen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen guter Kopf, böser Kopf zu spielen. Mal nicht so schnell. Ich kenne Typen wie dich. Sieh es ein, du bist ein stumpfsinniger Nerd, der glaubt, sich einfach nehmen zu können, was er will, wann er will. Naja. Du hast keinen Respekt vor dem Gesetz, deinen Freunden oder der Person, die dieses Spiel spielt. Außerdem kann ich deine Visage nicht ausstehen. Da, ich hab's gesagt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Higgs. Dieses Mal wird's keinen Ritt in den Sonnenuntergang für John Wayne geben. Haha. Schon gar nicht mit Grace Kelly. Das war Gary Cooper, du Arschloch. Treib's nicht zu weit, Susan. Hast du schon mal mit dem Teufel im fallen Mondlicht getanzt? Nein, aber das einmal im Ferienlager habe ich mir eine Flöte in mein... Okay, das reicht. Hast du ein Auto? Warum? Damit ich einen Strafzettel bekomme und sie es abschleppen können? Ich mag's nur nicht, wenn eine junge Frau allein im Dunkeln nach Hause muss. Officer Murray fährt dich in einem Dienstwagen. Murray, beweg deinen schwabbeligen Arsch hier rein. Ach, der liebe Murray. Murray. Ich habe Ihnen doch gesagt, das liegt an einem erblich bedingten Drüsenproblem. Das ist wirklich unangenehm, wenn Sie... Schnauze, Murray! Bring diesen Verlierer nach Hause! Der mit seinen Zigarren. Wie viele Zigarren da wohl schon auf dem Tatort rumliegen? Und nimm die Freundin von dem toten Kerl gleich mit. Miss Thompson ist schon weg. Und warum zur Hölle erfahre ich das erst jetzt? Ich habe es ja versucht, aber sie haben schon zu brüllen angefangen, bevor ich irgendwas sagen konnte. Weißt du, woran das liegt, Murray? An einem Kommunikationsproblem. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu richten, ist, wenn ich deine Scheißstimme nie wieder hören muss. Also wirst du von jetzt an alles, was du mir sagen musst, aufschreiben. Verstanden? Also raus hier und nimm den Jungen mit. Ja, Sir. Was hab ich gerade gesagt? Murray schreibt Yasuo auf das Papier. Okay, da wären wir, Junge. Aber Murray, ich sagte doch, bringen Sie mich zu einem Strip-Schuppen. Sergeant Kramer sagte, ich soll dich nach Haus bringen. Und nach deiner Akte ist das deine aktuelle Adresse. Und hören Sie immer blind auf das, was der Typ Ihnen sagt? Sie sind zu gutherzig, Murray. Sie müssen mal lernen, wie man ab und zu richtig durchdreht. Ich habe eine Pflicht, Kleiner. Und jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Partys mit Ihnen machen garantiert Spaß, was, Murray? Sehr dünner. Murray. Ich glaube, ich hatte meine Überdosis, Murray, für heute. Ich lasse ihn lieber mit seinen Gedanken allein, die sich sicher hingebungsvoll um erstklassige Würste drehen. Aha. Würstchen. Habe ich's nicht gesagt? Hoffentlich nur um solche Würstchen. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ja. Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Ja. Vielleicht gehen wir mal hier hinein. Nichts für mich drin. Schade. Aber eine Videothek ist was für mich drin. Geschlossen. Ja, das hatten wir aber jetzt. Was finde ich einfach, wenn ich... Dresterweise einfach übernehme. Ist schon spät. Ich will einfach nur nach Haus und den Schlaf der Gerechten schlafen. Tja. Na dann, ich dachte, Murray hält uns irgendwie auf. Weil wir könnten ja auch zurücklaufen. Da finde ich nichts Brauchbares drin. Mit der Bahn zurück zum Tatort fahren. Fahren laufen. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nichts von Interesse. Ja, dann mal müssen wir wohl. Aufzug, da ist ein wenig Blut. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Tja, keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. Ja, vielleicht ist es auch nur Ketchup. Mach ich nicht.
Nachbartür. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Hätte ja sein können. Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Tja, klingeln können wir nicht. Ich rede nie mit irgendwelchen Nachbarn, wenn es nicht unbedingt sein muss. Tja, aufs Dach? Lieber nicht. Tja. Lieber nicht. Ach, schade. Na dann, ab in Wendels Bude. Zurück da, wo wir herkamen. Dann legen wir uns aufs Sofa. Und pennen jetzt dort gerade ein wenig. Nicht. Naja. Hier mal ein paar Poster betrachten. Gefällt mir da ganz gut. Oder mitnehmen. Regale. Kunstkraut. Brauche ich nicht. Ich dachte. Von hier kann man die Straße sehen. Ja, steht Mori noch draußen. So. Hast bestimmt noch ein bisschen Lieber Hunger. Nicht. Die Pizzen vegetieren schon viel zu lange in der Anrichte. Kann man doch bestimmt noch irgendwie essen. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Naja, das wird schon irgendwie bringen. Hier ist alles grau. Mortimer. Guten Abend. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Dann halt nicht. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Ab ins Badezimmer. Nochmal kurz duschen vorm Schlafen gehen. Nicht die Toilette ja, besuchen. Später vielleicht. Viel später geht's ja nicht. Hey, man soll kein Wasser Ja, verschwenden nicht. Ich hab grad keinen. Na, dann gehst du halt ins Bettchen wow. Oder was? Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman. Bring me a dream. Bong, 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 bong. Make him the cutest that I've ever seen. Tja. Oh, und damit sind wir schon bei Tag 2, Montag. Was? Entschuldigung, bin ich schon in der Zeit gefangen? Okay, neuer Tag. Wieder Montag. Stellen wir uns ihn mit hocherhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. War nicht der letzte Tag schon Montag? Gleich wieder schlafen gehen. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Tja, Naja. Socken kauen ist einfach nicht mein Ding. Ja, hätte ja sein können. Nur eine Socke. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Ein Poster. Also das nenne ich mal Hochkultur. Ich habe gerade so ein bisschen ein Déjà-vu. Nö, danke. Irgendwie kommt mir das also seltsam bekannt vor. Also das nenne ich mal Hochkultur. Tja. Also das nenne ich... Der Wecker. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Ja, kann man ja irgendwo für gebrauchen. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Ich hasse dich, du widerliches Stück Schrott. Tja, also... Unser Inventar ist noch voll. Ich würde gerade sagen, dass schon das wieder leer wäre. Müssten wir das ganze Spiel von Fox vorne spielen. Fox wäre so stolz. Oh. Da bin ich gegen meinen Müll immer getreten. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung offen gewissen. Steht das unterm Schreibtisch. Das ist irgendwie absurd. Der Mülleimer. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Tja. Hier hab ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Die Kiste voll Schrott ist weg. Die steht hier nicht mehr rum. Aber zu viel Freizeit haben wir immer noch. So, schönen guten Morgen. Mortimer. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf.
Tja, immer noch nicht. Kein Mordterminal. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Tja, jetzt endlich mal pinkeln. Ja, später vielleicht. Auf die Toilette. Hast ja schon mehr als 4 Stunden gespielt. Da muss man mal. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal auf der Dr. Fred Edison Street. Aha. Die Kurung war Milk Boss und Milk Plus. Milk Plus. Velocit Ursimmäßig und die Nikrum. Ja, klingt selten sehr gut, aber wenn ich was vorlese im Englischen. Ach, das ist die Zeitung von gestern. Montag. Aha. Jetzt aufs Sofa legen. Noch ein bisschen weiter schlafen. Jetzt gerade nicht. Dann nicht. Ja gut. Also in den Flur. Ah, blöder Marconi. Dieses Türhämmer-Ding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. X, ich kann dich da drin hören. Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Hey, Mr. Marconi. Hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe Sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. X, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum. Ja, heute scheint Montag zu sein. Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, echt, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Hause gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Nach Hause gekommen, aber ich jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hast. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens... Es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Heute Morgen, eine ganze Weile. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Tja, wir werden ihnen natürlich nicht das Geld geben. Das werden wir, den Teufel werden wir tun.
Das habe ich doch alles schon gehört. Wäre uns alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, X. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen, und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Naja, also Angst, dass uns vor die Tür sitzt. Naja, wir sind ja am nächsten Morgen eh wieder hier. Wie es ausschaut. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Na, sicher. Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Mhm. Dann, ja, geben wir ihm nicht das stinkende Geld. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern. Aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Na gut, dann nimm dein stinkendes Geld. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay, okay. Das stimmt auch wieder. Es ist nur, dass, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen, also... Machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Ich hab den Film nie gesehen. Muss ich zugeben. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja. Der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, oh. Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Hab ich gestern was bei Matt vergessen? Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst. Aber du kommst jetzt besser sofort her. Oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Auf dem Weg zur Polizeiwache. Oh. Da ist jemand in der Gasse. Oh, der Penner. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagt, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden.
unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hätte gern ein paar Mal. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind. Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du, jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Oh, fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Dann können wir irgendwie eine den Hund Gegenwart, mitnehmen. Die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Jo, dann können wir den Hund entstecken. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Hätte sein können. Kaputte Feuertreppe. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Tja. Gut. Eine Videothek. Geschlossen. Ach, immer noch. Auch an diesem Montag. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Tja, mit ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Ja gut, kommt der Makler, ist nicht hier. Kein Makler vorhanden. Nichts für mich drin. Tja, U-Bahn, weder passiert. Derselbe Mist. Wie sonst immer. Karte. Bahnsteig. Ah, okay. Hier können wir zu Clayton's Cave. Oder gleich zu Matts Wohnung. Ich sollte zu Matt fahren. Kramer klang ziemlich angepisst. Ich fordere es besser nicht heraus. Na gut. Wenn es denn sein muss. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Selbe gilt auch für einige Charaktere. Ja, zum Beispiel die Dame dort an den U-Bahn. Ist zumindest nicht sehr nützlich. Oh, wer steht denn hier? Sie ist gar nicht abgesperrt. Ein Fremder. Haben wir ja noch gar nicht voll ins Gespräch vertieft. Ich klau dem doch nicht sein Telefon. Ja. Den lasse ich lieber in Ruhe. Joa, viele Alternativen gibt es jetzt hier nicht, also gehen wir hoch zum Netzhaus.
was haben wir denn hier? Herzblut. Schauen wir mal rein. Hallo, Sally. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse, halt deine Scheißfresse. Aha. Hey, was hab ich denn gemacht? Oh, richtig, du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt, hau ab! Von mir aus? Weißt du, das würde ich gern, aber Dick Tracy lässt mich nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt, ich glaub's einfach nicht. Mhm. Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig, alles wird gut. Was? Der Ring weg ist, oder willst was? Du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Kopf, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Hm. Hat er gesagt, was er will? Nein, aber denk, du hast etwas mit all dem zu tun. Und ganz ehrlich... Das glaube ich auch. Naja, das stimmt aber nicht. Mal echt, blinder Vandalismus ist mehr mein Ding, das weißt du doch. Du widerst mich an. Warum? Wegen dem, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Lies den Brief, dann weißt du's. Welchen Brief? Mads Abschiedsbrief. Oh, der Brief. Fälschbrief. Hört. Das Spiel hat man immer gespielt. Das Kind. Verhext. Erst deinen Namen sagen. Was hat Matt diesmal angestellt? Du weißt es wirklich nicht? Woher denn? Weil du ihn immer zu allem möglichen verrückten Scheiß anstiftest. Na los, sieh dir dein jüngstes Werk an. Du wirst beeindruckt sein. Sieht für mich nicht so lustig aus, du Mörder. Ich? Was? Halt's Maul! Ja... Okay, hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? 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 Ja. Genau das ist es. Wutausbrüche. Joa, einfach aufs Sofa legen. Passt gerade zeitlich nicht so. Tja, dann halt hier hinten am Flipperautomat ein bisschen zocken. Würde mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Ja, gut. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Na dann, Küche, Bilder. Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen ein Déjà-vu. Mein lieber Begleiter, Kubus, was wir alles gemeinsam erlebt haben. Tja, der Begleiter, Kubus. Die Straße. Na und? Und ein rosa Slipper. Na dann, müssen wir mal in die Küche. Au. Heilige Scheiße, Alter! Au. Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Den hat's ja vor irgendwas ganz draußen. Ich würde jetzt einen guten Witz reißen, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich habe es lieber, wenn Sie mich Susan nennen. Jetzt wird mal nicht frech, Kleiner. Ein falsches Wort und du wanderst direkt hinter Gitter. Und glaub mir, Susan wird noch der netteste Name für dich da drin sein. Ja. Er war mein bester Freund, ich würde ihm nie etwas antun. Beste Freunde, hä? Ja. Tja, irgendwas sagt mir, du bist gar nicht so ein guter, bester Freund gewesen. Und irgendwas sagt mir, sie sollten im Dienst nicht so viel rauchen. Der Junge hat recht, Sir. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich's dir schon. Hey, wenn ich Alpha-Männchen google, glauben Sie, ich krieg dann Ihr Bild als Ergebnis, Sergeant? Oh, sieh an, wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Na sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid. Wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt, tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber
Das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Was hat er gemacht? Ja, das sieht nicht ganz jugendfrei aus, aber... Wie hat er sich diesmal umgebracht? Ich verstehe es gerade nicht. Also ich meine, da ist ein Mixer. Da steckt ein halber Arm drin. In den Mixer. Aber wie ist er sein Kopf losgeworden und seinen rechten Arm und seine Beine wie in den Mixer? Oder wie kann so ein kleiner Mixer so einen Saustall anrichten? Ja gut. Wir bräuchten mal die Zensurgnome von hier. Wer ist das? Harveys neue Augen. Die müssten hier mal ein bisschen was machen. Seine Kleidung ist unverwechselbar. Ich meine, selbst wenn er sich an Weihnachten als Osterhase verkleidet, würde ich Matt noch wiedererkennen. Und was zur Hölle hat der Osterhase mit Weihnachten zu tun? Tatsächlich verkleidet er sich als der fröhliche Mordhase. Aber wir sagen den Leuten immer, es sei der Osterhase, um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist wirklich dämlich. Tut uns wirklich sehr leid, dass wir Weihnachten auf unsere Art feiern. Genug. Meine Geduld ist am Ende. Sag mir besser alles, was du hierüber weißt, sonst breche ich dir deine Nase und behaupte, du hast versucht, mich anzugreifen. Ja, das alles klar. Geht doch schon. Ja, ich bin einer von diesen Cops. Ich glaube, ich hatte gerade ein Flashback. Ja. Sicher, dass du sonst nichts sagen willst? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Es ist Montag. Und... Ich kannte ihn kaum. Alles, was ich getan habe, ist, ihn wegen seiner WLAN-Verbindung auszunutzen. Du nutzt also gern dumme Leute aus, ja? Genau wie ich. Interessant. Hey, bedrohen Sie mich nicht auf so subtile Weise. Das nimmt dem Ganzen doch den Spaß. Weißt du, Susan, das Angebot für eine Nacht hinter Gittern steht noch. Also sei vorsichtig. Schon besser. War's das? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das ist etwas kompliziert, weil, lustige Sache. Wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige Geschichten. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht. War ein irrer Tag. Aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Also letzte Nacht oder letzte Nacht? Also, in der Nacht von Sonntag auf Montag oder in der Nacht auf von Sonntag auf Montag? Ja. Bin ich hier bei versteckte Kamera? Sieht so aus. Ich weiß nicht, aber das wäre eine echte Erleichterung. Ja. Tja, tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das hier ist kein verdammter Scherz. Ich weiß, dass da mehr dahinter steckt. Ja. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Nein. Das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Ach, jetzt auf einmal Allison. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Ich denk nicht dran. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Ich würde ein unterschriebenes Geständnis vorziehen. Ich weiß, dass du was verheimlichst und ich werde nicht aufgeben, bis ich herausgefunden habe, was das ist, Miss Hicks. Ja. Ach, kommen Sie, lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Ja, ein gemixter Mensch. Aha. Ach, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt? Denken Sie, die sich jetzt für jeden neuen Tag eine neue Todesvariante auf dem Alter aus? Ach, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt?
Der Arme. Matt, was zum Geier hast du getan? Frage ich mich auch. Hey, das ist ja ein Tatort. Nicht ins Blut treten, kapisch? Ja, gut. Dann klaue ich mal die Magnete, oder was? Hey, was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an. Den hätten nicht. Ein andermal. Dann lesen wir uns mal den Abschiedsbrief durch. Einen weiteren Abschiedsbrief oder den 10. Abschiedsbrief von Matt. Von dem gemixten Matt. Ja, gut.